So, folgendes. Battery. Ich will dir nur mal zeigen, wie es aussieht, damit du dir das vorstellen kannst. Also, hier auf der, an der Wand siehst du jetzt, wie unser Dispenser-Dingsbums aussehen könnte. Okay. Ja. Eins Auf auf der linken sechs. Seite haben wir einen Dial. Wenn ich da was einstelle, ändert sich das oben auf dem Display mit, wie du siehst. Das sind die baren Anzahlen. Das ist, was bei einem Druck ausgegeben wird. Und dann hätten wir für jedes unserer Materialien so ein Ding hier. Ja. Stell dir Ja, das ja, mal so ja, vor. ja, ja. Miteinander vor. Ja. Und wenn ich jetzt mal hier beispielsweise auf 2 gehe und den Button drücke, Ja. Oh, ist ja herzallerliebst. zapp, kommen 2 raus. Die Ja. Anzeige geht auf 4. Und genau wie es soll. Mega gut. Genau so. Kann man das mit etwas, also kann man das an die Wand kleben mit etwas größeren Zahlen? Jein. Also, Weil ich finde die ein bisschen klein, weißt du, was ich meine? Vielleicht bin ich auch blind. man könnte anstelle von dem kleinen Display, das ich jetzt verwende, könnte man dieses Display hier verwenden. Ja, das finde ich irgendwie hübscher. Dann ist die Zahl halt doppelt so groß. Das geht. Und angesichts der Tatsache, dass ich eh diese Breite brauche, weil einfach, du Ja, siehst selber, ja. Kabelleitung eh nicht kompakter, könnte man auch das machen. Ich fricke es mal als Prototypen zusammen. Sekunde. Ich finde tatsächlich, die Barrenanzahl sollten wir größer haben. Einfach nur weil, also die Anzahl selber, ich meine, wir können beide größer schalten, das ist ja auch gar nicht das Problem. Aber ich finde, das ist optisch einfach angenehmer, wenn du das ein bisschen einen Ticken größer hast. Ja, das ist jetzt erstmal komplett wurscht, wie du das haben möchtest. Also da ist der Kunde definitiv noch König hier. Ach. Da muss ich den da wieder runterschrauben. LED Display Der Media Kunde Mode. ist König, das darf er nicht sagen. Kommt Zwerg gleich wieder mit der Mega-Bestellung um die Ecke. Ey, sowas würde ich nie tun. Nee. Wie komme ich auf solche Gedanken? Rename. Nice. So, und dann muss ich das hier noch mal neu einstellen. Ja, Oxygen Low ist ja gut. Zeit, dass wir die Base mal langsam fluten, ha? Und jetzt brauche ich hier das Wirst du Display. die, Ah, nee, das warum Display ist die muss ich ja Base hier einstellen. fluten? Ich Dummchen. So. Display One. Go. Why you know Muss ich do? halt überlegen, Leute. Was sind Pazzi? Ja, ich habe jetzt drei Batterien für drei Gewächshäuser. Das heißt, jedes Gewächshaus bekommt eine eigene Batterie, damit ja nichts schiefgehen kann. Okay. Muss nur überlegen, wie ich die Kabel am besten verlege. Das wird wahrscheinlich das Gewächshaus sein, ganz außen, das, was jetzt gerade läuft. Passt. Wer auch immer Oxygen, mein Programmierer-Notebook in den Boden eingebaut hat, kriegt nie wieder kostenlosen Code. Hey, Ja. also bei mir sah das gerade trotzdem gut aus. So, also jetzt kannst du dir mal überlegen, ob dir das Display so besser Ich finde gefällt. es großartig. Das ist genau die Größe. Ich finde es optisch einfach ansprechender so. Die Größe passt. Größe Also genau passt. so kann man es Unten, bauen. ja. Was ein bisschen schade ist, es wäre so schön, wenn man Schilder über Kabel setzen könnte. Geht das nicht? Dann könnte man das Schild zwischen das Display und den Button klemmen. Jetzt mal blöde Frage. Das ist ja die Rückwand. Wenn da jetzt eine Wand davor ist, kommst du an die Kabel eigentlich nicht mehr ran. Das ist korrekt. Die Wand, die davor ist, muss man, bevor man das hier alles aufbaut, erstmal entfernen. Genau. Und wenn du dann eine Wand davor machst, dann sind die Kabel ja hinter der Wand eigentlich und dann das Schild davor Nein. geht auch nicht. Nein. Boah, das ist ja Wieso doof. steht nicht mehr? Ey, dann Ja, haben wir das ja ist ein Hi. Denkstart, aber Grüß so dich. ist das heute gern. Ja, okay, dann, ja, gut, dann ist es halt so.
Aber ist jetzt nicht schlimm, ne? Also ich finde, wenn du das drüber hast, ist das genauso gut. Also könnte sein, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ah ja, es gibt auch ein Sign 2x1. Das könnte man dann verwenden, das probiere ich mal eben aus. Ich habe da doch hier irgendwo noch mehr Signs. Ja, wir müssen auch gleich nach den Filtern nochmal schauen, ja. Bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit dem Strom heute noch schaffe. Ja, egal. Also bei den Signs musst du dir vorstellen, die gibt es auch in der Breite wie dieses Display. Und dann nehmen wir die einfach und schreiben den richtigen Namen drauf. Also Eisen, Silizium etc. pp. Dann sieht das gleich geil aus. Ja. Gut, wohin sollen denn diese Dinge? Ich hab jetzt mal herzweise hier aufgebaut, aber... Komm, folge mich unauffällig. Das große Problem wird, ich brauche da ein Kabel hin, das zu diesem Netzwerk gehört. Ja, ich weiß. Das ist eben genau das, wo ich schon ein bisschen Bammel habe vor. Also, dann gehen wir hier lang. Schreiben, da ist dann. Hier gibt's was. Leute, darf ich euch was erzählen? Du kannst mir alles erzählen. Sehr schön. Einer meiner Mitbewohner hat gerade bei mir geklopft. Mich kurz rausgegangen. Und dann meinte er so, yo, Tim, wie sieht das denn aus? Also, hast du einen WLAN-Repeater? Ich so, ja. Oh, den habe ich dir gesperrt. Oh. Warum hast du mir ihn gesperrt? Ja, da ist auf einmal ein WLAN-Repeater aufgetaucht. Vor 3 Monaten. Und ich habe da keinen Zugriff drauf. Ich so, ja, ist ja auch meiner. Du, die Reaktionszeiten eures Network-Security-Teams sind irgendwie bedenklich. Ja, ich würde auch sagen, also da würde ich nochmal drüber reden. Also... Oh, warte mal, Zappes, bevor wir jetzt hier wild in die Thematik einsteigen, kannst du mich mal kurz füttern? Na sicher. Da ist nicht mehr viel drin. Ah, oh, das hat schon gut gereicht. Das war großartig. Nimm die leere Dose auch wieder mit. So, hier, also diese Wand. Wir brauchen 5 Wandpaneele, um ja. Die 7... Besser genau. 6, damit wir noch daneben den Drehregler. Also, pass auf, der Trick an der ganzen Geschichte wird sein, dass du die Dinger hier an die. Also, ab dem Ding hier, ja, wobei müssen wir ein bisschen eins Platz lassen, damit das nicht hier reinflubbert. Hier ab dem beginnend, jetzt schauen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Wandpaneele wir haben. Das hier oben sieht man das besser. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also 6 brauchen wir eigentlich, weil wir noch 1 brauchen, um den Dial hinzubauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das würde also bedeuten, bis direkt hier hinter dem Gold. Das wäre okay, weil die ganzen Schränke ja hier schon wieder für bessere Sachen gedacht sind. Und die reichen auch offengestanden aus. Ja, genau. Weil die anderen Schränke können ja alle weg, weil wir das ganze Zeug ja hier reinschmeißen können. Und damit dann ja die Schränke auch nicht mehr brauchen. Wie, wir brauchen die Schränke nicht mehr? Ja, weil wir forderst ja dann die Ressourcen, die du brauchst, direkt am Dial an. Ah, okay. Also du sagst quasi, ich will 200, ich will 1 Kilo Eisen, dann stellst du das Ding auf 2 und drückst auf Eisen und dann kommen 2 Eisenbarren auf A 500 Gramm raus. Okay, ich dachte kurz so. Ich will 1 Kilo Eisen, drückst auf 2. Momentchen, was hat er da vor? Los? Das ist seltsam. Das macht doch mathematisch gar keinen Sinn. Mathematisch war ich schon immer ganz groß. Ja? Ganz das groß. Genau. Zappes, ich würde jetzt einfach mal anfangen, hier die Schränke leer zu machen. Ich helfe dir gleich. Ich werfe nur gerade eben mal den ganzen Elektronikkram, den ich dabei habe. Ich muss jetzt aufpassen. Ich muss da rein. Gewächshaus umschließen, das ist jetzt eine heikle Angelegenheit. Heikel? Ja, heikel. Wenn ich da was falsch mache, geht's puff und dann... Wie puff? Moment, wieso puff? Ja, weil nachher puff geht. Wieso denn? Der Funkenschlag und so. Funkenschlag? Weißt du, wie viel Sauerstoff da drin ist? Da schlägst du keine Funken mehr, du. Da ist ein Schluck Sauerstoff drin. Wenn da was Funken schlägt, dann schlägst du mit. Holen wir mal Kabels. Oh nein. So. Der Schrank ist schon fast leer. Das jetzt umschließen. Oder? Entschuldigung, ich wollte dich nicht bewerfen, Zappes.
Er wollte nicht, sagte er. Ja, ich wollte es nicht mit 500 Gramm Kupferbarren beschmeißen. Mit mir kann man es ja machen, ich bin's gewohnt. Oh, Zappes. Oh, mein Zappes. Sag mal, das geht's doch gar nicht. So. Das ist doch unmöglich, was ist denn nur? Ah, ja, ja. Das ist ein lustiges Spiel. Damit, jetzt gib mir doch wenigstens mal ein. So. Explosive Stimmung. Nee. Parzi meint das gar nicht so. Will Parzi wieder Beef? Beef-Bert? Oh, Beef-Bert. Beef total wäre jetzt schon geil. Das kommt das so halt, weißt du? Wir werden es auch aus jedem Thema schaffen, Essen draus zu machen. Aber Essen ist auch was Schönes, ne? Also es ist ja das einfach stimmt. Auch. Essen einfach ist wieder was Schönes, ne? Oh Mann, wie mir dieser Inlet hier auf den Zeiger geht, ey. Ich weiß, was du meinst. Ich dreh gleich komplett durch. Was ist denn das eigentlich für ein Kabel? Das ist, glaube ich, DeepMiner. Jetzt hab es weiter weg. Genau. Hier ist, glaube ich, DeepMiner-Anschluss. Na, okay, das war ambitioniert. Dann haben wir es hier. Echt? Schon weg? Haben wir es? Müssen wir da. Achso. Das hier, das Silizium und so, das muss man, das Blei muss nicht weg. Du kannst auch das Silizium und das Blei reinschmeißen, aber wir brauchen den Platz nicht. Ja, okay, dann lassen wir das da, wo es steht aktuell. Für den Fall, dass es weg muss, ist kein Problem. Zumindest glaube ich, dass es reicht. 1, 2, 3, 4, 5, oh, ich habe mich um eins verzählt. Muss doch weg. Muss doch weg? Klassiker. Warte, ich helfe dir. So. Ja, in der Informatik gibt es nur zwei Sachen, die schwierig sind. Dinge mit Namen versehen, Caches invalidieren und Off-by-One-Errors. Hat wieder keiner kapiert. Ugh. No. Was? Hast du mir gerade die 500 Gramm aus der Hand genommen? Nice. Das gibt's doch nicht. Leute, was? Geschafft. Was hast du geschafft? Gewächshaus ist nicht mehr mit einem unteren System verbunden. Yay! Yay. Und alles gut, ja. Yay! Diese Freude. Diese Begeisterung. In Form von keiner Begeisterung. Und keiner weiß, was das jetzt wahrscheinlich an Arbeit gemacht hat. Da war wahrscheinlich Party seit 5 Streams nur am Kabel hin und her legen. Ja? Und jetzt so völlig begeistert und alle so, ja, okay. Und alle so, ja. Ich dachte, du wolltest nur irgendwie ein paar Kabel. Keine Arbeit zum Schätzen, ja nicht das noch ist mir schon jedem bekannt. Party, ich brauche mehr Saft. Mehr Saft. Ich habe jetzt auch ganz schlechte Nachrichten für Party. Oh, ganz schlecht. Oh, warte, ich steige schon mal aus Sicherheitsgründen steige ich schon mal auf irgendein höher gelegenes Gerät, ja? Das empfiehlt sich, weil die Sache ist jetzt folgende. Hier, wo wir diese Sachen anbauen wollen, kommen noch ein paar Kabel die Wand runter. Die müssen weg. Oha. Und die zweite Problematik, die wir haben, dann müssen wir eben noch ein Kabel von oben runterlegen, damit ich hier am selben Netz bin. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Im Maschinenraum. Hat sie Stream gerade und man sieht so, sein Auge fängt an zu zucken. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Maschinenraum. Ich weiß nicht mal, welche Kabel und wo. An der Wand. Ja, welche Kabel an der Wand? Ja, die da an der Wand hin. Ja, welche Kabel an der Wand? Ich weiß doch nicht. Das sind überall Kabel an der Wand. Ja, eben. Es geht hier um ganz spezielle. An der Wand, wo ich jetzt davor die Fußböden weggemacht habe. Ja. Was ist mit denen? Kannst du wegmachen. Sagst du jetzt einfach. Die Maschine, das Carry-Management muss hier eh geändert werden. Dann ist das ein Grund, warum ich das hier nachher ändern kann. Wenn die Carry weg sind. Stecken des Kabelmanagements zu ändern, Ich
schaue so lange mal, ob mir was einfällt, wo ich mein Kabel von oben runterbringen kann mit meinem Netzwerk. Das wird auch noch so ein Thema. Vielleicht hier irgendwo. Zappes, das machst du schon, ich glaube an dich. Sag da jetzt einfach, weißt du? Der ist so unvorsichtig. Easy-Bert. Oh, den Easy-Mode aktiv, ey. Oh. So, ich muss jetzt noch meinen Transformator gucken, wo ich den hinbekomme. Für Gewächshaus. Ja. Apropos Gewächshaus. Ganz kurz an alle bitte hier so, die Bock auf Atmen haben. Mal ganz kurz schauen, wie viel der Tank noch hergibt. 1,7 Megapascal. Ich sollte noch ein Weilchen gehen. Ja, aber tank lieber nochmal auf bei 1,7. Okay. 4,2. 4,2 ist gut, habe ich auch. Code Blue? Ja, Code Blue, ich habe meinen Namen gehört. Wie viel hast du noch an Sauerstoff in deinem wunderhübschen Tank? 3532. Aber du bist nicht in der Base, ne? Nee. Wie weit bist du weg? So weit, dass ich jetzt gleich meinen Rucksack voll hab und nach Hause kommen werde. Das ist sehr angenehm. Willst du sicherheitshalber nochmal atmen? Das hält ja noch eine Zeit, aber ich weiß nicht, wie lange das bei dir gerade hält, weil du ja draußen bist. Lange? Ja? Also, was meinst du mit, willst du nochmal atmen? Also, ich. Allgemein habe ich schon das Interesse zu überleben auf diesem Planeten. Ja, das ist richtig, aber ich muss, um mehr Druck in die Base zu bekommen, ab und zu Venus-Atmosphäre reinholen. Infolgedessen sich die gesamte Base, oder zumindest alle Gase, die wir haben, auf extrem unangenehme Temperaturen aufheizen. Und das dauert dann immer so eine halbe Stunde, Stunde, bis die Hitze so halbwegs wieder runter ist. Ach so, was, nee. Was du? Eine halbe Stunde, Stunde überlebe ich locker mit dem, was ich habe. Gut, dann feuerfrei. Mein Airtank wurde gerade auch mehr. Wahrscheinlich, weil dein Sauerstoff schon ins Brennen angefangen hat. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, schmeckt aber jetzt komisch. Oh. Brennt plötzlich so in den Abgang. Also aktuell hat der Sauerstoff, den du hier zapfen kannst, 0,8 Grad. Also ist ein bisschen kalt. Frostig, ja. Aber ich verspreche dir, das hat er in 5 Minuten nicht mehr. Ein Glück. Ja. Aber unsere Filter schauen erstaunlich gut aus dafür, was ich mit denen gerade hier alles mache. Das wollte ich nicht wissen. Ja. Irgendein Ausgleich zu den ganzen angenuggelten Tomatendosen muss ich ja finden, ne? Also. Ah. Ja, wir wärmen das jetzt hier richtig angenehm auf, ne? Also der Tank direkt neben dem Sauerstofftank hat über 200 Grad jetzt. Regen wir gleich mal richtig hier. Das machen wir. Sag mal, Pazzi, gibt es irgendeine Farbe, die du noch nirgends für Kabel verwendet hast? Weil dann Rosa. Ja, alle. Wie bitte? Schade. Alle, ich habe noch gar keine Farben verwendet. Also ich habe schon grün und orange gesehen. Ja, orange ist Notstrom und grün ist Netzwerk. Du kannst alle benutzen. Ich habe noch keine Farbe benutzt. Aber. Ja, aber diese Farben bitte alle nicht. Notstrom, orange. Ja, orange darfst du nicht nutzen. Ja, dann mache ich es weiß. Weiß ist schön. Weiß ist eine schöne Farbe. Ja, denke ich mir auch. Das passt auch zu Zappes. Zappes hat schwarz. Nee, Pazzi ist doch schwarz. Nee, ich bin Zappes ist das Gegenteil und weiß, dachte ich immer. Nee. Also ich hatte eigentlich mal mich komplett schwarz angemalt, ja. Aber irgendwie wird das nicht bei jedem gleichermaßen gerendert. Ja, ich glaube auch. Nee, manchmal, ich sehe immer nur schwarze Rucksäcke an euch. Oder bei Code Blue ist es ja so lila. Übrigens, nur weil du vorhin meintest, du würdest eventuell irgendwie tatsächlich auch mal die Aufräumarbeiten vermissen. Papa, red weiter. Hast du mal gesehen, wie der Kohle-Kobalt-Uran-Auswurf aussieht? Ja, weiß ich. Deswegen, das meinte ich vor einer Stunde, mit das räume ich nicht weg. Und dann habe ich die Rucksäcke gesehen und mir wurde relativ schnell klar, das war ich. Ja.
Habt ihr schon mal überlegt, den Auswurf vielleicht, weiß ich nicht, da die Kohle mal rauszufischen? Wollte Zwerg mir nicht direkt in die Notstromaggregate reindengeln? Man könnte eventuell den Auswurf zumindest in eine Vending-Maschine oder so kloppen. Ich habe mir das ja schon mal überlegt, ob wir das in eine Vending-Maschine packen oder ob wir es gleich direkt in den Verkauf bringen. Aber wir brauchen halt ab und zu davon was, ne? Also. Das Blöde ist halt, dass die einzige Möglichkeit, um das sauber zu speichern, echt nur eine Vending-Maschine ist. Ja, man könnte natürlich das Lager oben noch entsprechend aufbohren, dass das Zeug auch akzeptiert wird, ja, aber macht mehr Knöpfe hier unten. Also, mittlerweile hat er Sauerstoff. Oh nein, Party! Das ist ein ganz schlechter Moment gerade, um im Tankraum den Strom abzuschalten. Danke. Das wäre gerade über die besten Momente. Da will Parzi einmal arbeiten. Kein Strom. Es ist immer, wenn ich irgendwas mit Strom mache, endlich die Kabel vernünftig machen möchte. Ja. Und dann merkst du jedes Mal, ich bin einfach überall. Ich krieg alles mit. Trollbert. Ja, genau, Trollbert. So schaut's aus. Fast so, als würde Party streamen. Ja. Zwerg, der Strom ist jetzt dafür 2 Sekunden weg. No! Es ist, ja. Danke. Ich sehe natürlich jetzt nicht mehr, wie viel Temperatur wir haben. Aber ja, gut. Warum ist war jeder für 2 Sekunden weg, ey? Ja, ist okay. Gibt es ein Erz? Wovon wir aktuell eher zu wenig haben, was wir vielleicht selber behalten wollen, oder haben wir massiven Überfluss? Silizium ist was, wo es immer so ein bisschen fehlt, wenn Pazzi oben seine Sachen baut. Ja, sobald er am Turm ist, ist eigentlich Silizium durchgehend leer. Silizium, ja. Stahl. Wobei Silizium. Stahl kann ich leider nicht farmen. Ja, Stahl kannst du leider nicht farmen, ja. Aber Eisen. Kohle. Ja gut, aber Eisen, glaube ich, waren ja nicht eh schon immer komplett voll irgendwie. So, ja. Eisen ist relativ. Eisen lässt sich einfach auch am besten farmen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, und halt in so ein kleines Eisenfeld, dann ist das Ding halt voll. Dann ist es halt meistens. Schon sehr angenehm. Angenehm, Bert. Also ich bin aktuell auf dem Rückweg, Dinge zu verscherbeln. Du müsstest mir dann eventuell einmal kurz zeigen, welche Vending-Maschine du meinst. Also, wir müssen da jetzt auch nicht, Kublu, wir müssen da auch nicht jetzt 5000 Tonnen da reinschmeißen, ne? Aber es so, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt so einen Gürtel voll mit Eisen hast, dann mal so, oder was weiß ich, 3 Gürtel voll mit Eisen hast, dann würde ich maximal einen da reinwerfen. Ein bisschen wenig. Also wir müssen nicht mehr. Also du kannst aber alles reinwerfen, das ist kein Problem. Ich krieg das schon irgendwie verkauft. Unser Salesman-Zwerg. Also ich mach da ein, zwei Deals, ja, und dann kaufen die barmherzigen Schwestern aus dem Kloster Banz auf einmal plötzlich deine Eisenerzklumpen aus. Also es ist gar kein Problem. Ja. Also, die rufe ich an und sage, hey, pass auf, wir haben wieder eine ganz frische Ladung, das ist ganz heißer Scheiß. Ja. Mhm. Und dann sagen die, was, um Gottes Willen? Und dann sage ich, ja. Und dann sagen die, okay. Wir schicken gleich Nonne Gertrud vorbei. Ja, Nonne Gertrud. Ja. Der das jetzt verstehen wird, ist unser lieber Code Blue, aber... Ganz ehrlich, findest du nicht auch, dass der Zwerg langsam zu so einem kleinen Büsch verkommt? Zu was? Alles verticken, verticken, egal, Hauptsache verticken. Ah, ja. Das würde ich dir privat beantworten. Ich verstehe das nicht. Keine öffentliche Meinung, die ich teilen kann. Ah, öffentlich auch noch. Feigling. Aber ich tue es doch nur für euch. Ich muss gestehen, unser Haus war schon mal von Weitem besser zu erkennen. Was ist mit dem ganzen Licht passiert? Hier. Ja. Also ein Zwerg. Licht?
Das braucht, glaube ich, meistens Strom. Das ist das ja, Problem. Und Parzibert ist momentan mit Strom ein bisschen knauserig. Ja. Er gönnt einfach nicht. Strom, ey. Was redet er mir? Gönnt einfach nicht, dieser Bert. Ja. Das gönnt Strom. Ja, kein Gönnbert heute. Strom sieht doch nicht so gut aus, aber... Parzi innerlich schon am Aufgeben, weißt du? Ja. Nachts träumt er nach so einem Stream einfach immer nur von Kabeln und Verbindungen und so. Ja. Da muss ich mir immer in den Arm genommen werden und auf die Schulter geklopft bekommen. Und so. Ja, alles wird wieder gut. Jetzt ist es jetzt vorbei. Öko-Bert. Du hast eine Woche Zeit, du kannst dich jetzt eine Woche erholen. Ich verbringe den anstrengenden Arbeitstag mit aufwendigen, komplizierten Industrieautomatisierungen und entspanne mich dann abends mit aufwendigen, komplizierten Industrieautomatisierungen. Ja, also ich finde, das kannst du dir schon auch ein bisschen in den Lebenslauf mit reinschreiben, weißt du? Also, das zeigt einfach besonderes Interesse an der Tätigkeit, ja? Ja. Ich mache das jetzt auch immer, ich gehe auch noch immer aufs Feld raus und tue ein paar Windräder aufstellen. Ja. Die dürfst du aber nicht anschließen, ja. Aufstellen ist kein Problem, aber anschließen. Also mein Ort hat Windräder, einen ganzen Windpark. Aber ja, wir haben eh festgestellt, Österreich ist ein bisschen anders. Wir meckern zwar, aber nicht so viel. Meckerbert? So. Oh, ein Zebra. Ah, Kabel. Was, ein Zebra? Ja, das ist schwarz-weiße Kabel. Achso. Das wird's wild. Ich muss jetzt da. Ich muss nur rausfinden, wo ich das schlau runterlegen kann. Ja. Ich finde es übrigens skandalös, ja, dass die Höhen der Bauteile hier so schlecht austariert sind, dass man über diese Reling nicht drüber springen kann. Ja. Wobei. Ja, stimmt, du kannst dich ja nicht. Ja, okay. Das bei welchem Spiel ging das? Space Engineers ging das. bei Space Engineers war das so, dass du ja auch dich quasi während des Jetpack-Flugs auch drehen konntest. Geht das hier nicht? Nee. Also... Du kannst nur nach oben, links und rechts und so. Das ist kein Problem. Die Vending-Maschine ist, glaube ich, voll. Kann wie, die ist voll? Laufen? Ist doch noch Misten, gut. Misten. Das muss schwach bleiben. Sag mal, bewegt sich dieses Teil eigentlich irgendwie? Nee, ne? Andere hat sich wenigstens so schön bewegt. Bitte? Zwerg, wie sieht's aus? Wollen wir mal wen ranholen hier? Ich bin schon dabei, ich versuch das gerade. Ich versuch gerade den Gas for Less 5x5 reinzukriegen an die Strippe, aber der antwortet einfach nicht. Ein Zwerg verlängert seinen. Oh Gott, more or less. LS1D, Dankeschön für den T3 im dritten Monat in Folge. Dankeschön. Voll lieb von dir, gerne Ausrufezeichen Hype, meine Lieben. Bitte? Ja, ich lese gerade die Namen und denke mir so, hui. Ja, wild, ne? Humor war da. Ah, warte mal kurz hier, ich muss mal 1200, 12.000 Watt da drauf packen auf die Leitung. Ich hab immer noch nicht genug Strom, warte mal, ich gehe mal hoch auf, Parzibert hat gesagt, wir haben ja 22.000 Watt. Ich darf sowas niemals wieder verwenden. Na also, oh nein, der Strom hält den Druck nicht. Was? Okay. Das gibt's doch nicht. Ich kann den nicht anrufen, wenn ich sobald ich auf Funkverbindung herstellen drücke, ja, geht instant der Computer aus. Ich nicht. Das war der Trafo. Ach, der Trafo-Bert, meinst du? Ja. Trafo kann das sein, ja. Der Trafo ist, glaube ich, warte, den kann ich da in die Höhe schrauben. Weil die Batterien sind alle voll. Ja, gib mir mal 30 kW durch. 30? Ja, klar, ist Schnabber, weißt du?
Sei froh, dass ich die Anlage nicht auf 50 kW hochgedreht habe. Da bräuchte ich 60. Willst du jetzt da testen, wie viel die Kabel aushalten oder was? Kann ich gleich durchgehen und alle Kabel austauschen?